Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar heute zu meinem 300 Abonnenten-Special. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen bin ich heute wieder nicht alleine. Hi! Mein Freund ist wieder mit am Start und wir spielen heute eine Runde gemeinsam und ich freue mich schon. Und genau, er hat sich natürlich wieder, also ich habe mir das so überlegt, dass wir wieder das Drachen-Dungeon spielen, deswegen diesen beiden da heute am Donnerstag. In der Hoffnung, dass Dennis ein bisschen Würfelglück hat und wir die Drachen heute platt machen können. Mal gucken. Geld ist am Start. Diesen Monat habe ich ja ein bisschen was zur Verfügung. Deswegen gucken wir mal. Aber erstmal. Der will schon wieder Quatsch machen, ich sag's euch. Erstmal starten wir mit den Bienen und dem Honig. Darf ich vorstellen, das ist der Frobert. Hi, Robert. Frobert. Bei Frobert dürfen wir hier würfeln und dann erst das Feld freirubbeln oder halt direkt ein Feld freirubbeln von diesen hier. Aber ich würde gerne würfeln wollen. Ja. Ja. Guck mal, ich habe hier so einen Würfel, der passt da sehr, sehr gut zu. Den goldenen. Was machst du da? Nichts. Den goldenen. Willst du den mal nehmen? Und vielleicht noch den schwarzen dazu. Das passt auch. Hier sind ja auch schwarze Rubbelsticker. Ja, mach mal zweimal erst. Gleichzeitig? Ja. Ja. Vier und fünf. Ja, sind 9 €. Dann nehme ich hier die obere 5 und mal die aus. Und wenn nämlich hier alles voll, also alles ausgemalt ist, kann ich das frei rubbeln. Aber hier ist keine 4 mehr. Also nehme ich die hier unten. Sind wir bei 9 €. Mach mal noch einmal. Also mit einem Würfel. 2. Okay. Habe ich auch noch. Dann sind wir bei 11. Sind wir ein bisschen vorwärts gekommen. So. Dann bekomme ich einmal 11 €. Beziehungsweise gib du mir mal den Zehner und ich tausche das 1-Euro-Stück hier aus. Gegen ein 2-Euro-Stück hier. Danke. Wunderbar, so. Dann kannst du auch aufpassen hier, dass ich immer Geld in die Challenge mache und auch immer richtig rechne und passend viel Geld in die Challenge reinpacke. Das passiert mir nämlich in letzter Zeit sehr, sehr oft und meine Abonnenten weisen mich, oder meine Kommentatorinnen weisen mich dann immer darauf hin, dass ich da wieder was verballert habe. Danke dafür, aber vielleicht ja, passiert es heute weniger. So, wir kommen zu einem Kumpel von Frobert, der Norbert. Norbert. Bei Norbert gibt es Lose und du darfst mein orangenes Los aus der Box nehmen. Wie heißt Frobert? Frobert und Norbert? Nicht Frobert. Das musst du Susan fragen. Da fällt mir jetzt nichts zu ein. Ja, die haben noch einen Kumpel, der kommt als nächstes. Herbert? Nein. Muss ich das auch machen? Ja. Siegbert. Ja, genau. Also du musst es so zur Seite knicken und dann in die andere Seite und dann geht es eigentlich ab. Ja, und auf der anderen Seite auch. So, ich nehme mir schon mal hier den Folienstift. Da steht nichts. Doch, da oben in der Ecke dann. 360. Ja, zeig es mal in die Kamera. 367, da ist die Quersumme 16. 76, nicht 67. Ist egal. Nein. Die Quersumme ist trotzdem 16. Spare ich hier jetzt 16 € rein oder machen wir aus 16 nochmal die Quersumme? Also 1 plus 6 nochmal 7 €. 7 € reicht, oder? Ja. Ja, das reicht. Okay, dann hätte ich gern einmal einen 5er. Und ich nehme mir hier 2 Einer in dem Fall, weil ich habe irgendwie kein 2-Euro-Stück mehr. 7 € für den Norbert. Und, na, warte, das geht nicht jetzt so. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß, warum ich ihm die Würfel wegnehme. Und hier ist ja der Gute, der Siegbert. Genau. Hier würde ich aber mal rubbeln. Such dir mal ein Feld aus. Schwarz auch? Schwarz. Ja, du kannst auch ein schwarzes Feld aufrubbeln. Nein, ich will das hier. Okay. Oh. Eine 6, okay. Darf ich jetzt erst vor dir zu? Ja. Oh yeah. Ich glaube, der hat schon wieder irgendwas verschluckt, was er nicht schlucken sollte. Es klimpert so im Inneren. Ich helfe ihm. Vorsicht, ne? Er nimmt gerade den Staubsauger auseinander und wir inspizieren ihn gerade.
Hier ist nichts. Okay. Oh. Ja, ich muss ihn mal, wohl mal wieder auslernen. Okay. Gut, so, sollen wir denn jetzt nur die 6 Euro sparen oder sollen wir hier noch eine Zahl mit abstreichen? Also einfach durchstreichen, dass wir die gespart haben. Zum Beispiel die 4. Darf ich keine Zahl würfeln? Kannst du auch. Gute Idee. Ja, guck mal, dann nehmen wir einen 10er-Würfel, den gelben natürlich, weil es sind ja die Zahlen von 1 bis 10. Finde ich jetzt voll gut. Dann würfel mal. Dann nehmen wir noch die Zahl mit, die du würfelst. Die 2. Gut. Dann kommen hier 8 Euro rein. Papa. Okay, dann brauche ich hier Kleingeld. Und 5. Das geht ja hier wieder gut los. Ne? Gelb. Er hat einen gelben Stift in der Hand. Okay, so, wir kommen zum Honey Money. Achso, die Spiel, also die Challenges hier sind von Susan und das Spiel ist auch von Susan. Von gemeinsam sparen, so könnt ihr das sehen, ja. Genau, hier darfst du einmal mit einem 6er-Würfel würfeln und wir fliegen mit dieser kleinen Biene hier um das Feld. Oh oh. Ja. Das nehme ich dir auch mal wieder weg. Eine 3. Ja, die Biene will wieder nicht mitkommen hier. 1, 2, 3. Spare 2 Euro und nochmal. Nochmal. Achso. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen wir auf einen Honigtopf. Achso, Honig. Ich habe nur Honig. Wo stand der denn rum? Bringe ihn zu Olga und würfel nochmal. Okay, du darfst nochmal würfeln. 6. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, spare 1 Euro. Dann sind wir bei 3. Haben eigentlich vorgenommen, immer zweimal zu würfeln, so. Und das eine war jetzt nur die Aktion, dass du ein drittes Mal gewürfelt hast. Deswegen, ja. Und dann können wir das doch hier gegen einen Fünfer tauschen. Danke. Willst du es dir da hinstellen? Ist eigentlich auch praktischer. Nein, wirklich. Das geht nicht, ja. Also. Zauberei. Oh, das ist eine gute Idee. 3 Euro haben wir gesagt. Naja, das kommt auch hin. 21 Euro. Ja, aber bei den Münzen ist das ist der Vorteil. Ich höre das, wenn du damit Quatsch machst. Nicht so wie bei den Würfeln, weil das klimpert ja. Und genau. So, wir machen weiter mit der fleißigen Sparbiene. Die kommt aus Portugal. Ja, okay. Schön. Sie ist 2 Euro wert, die 2 Euro Münze. So, guck mal, hier können wir alles machen. Wir können mit einem 6er-Würfel würfeln, wir können eine Frage beantworten, wir können rubbeln. Oder hier kann man auch mit einem Würfel würfeln und das dann einfach eintragen. Da würde ich dann jetzt keinen 6er nehmen, sondern einen anderen Würfel. Was möchtest du machen? Eine Frage beantworten. Okay, ich habe noch Frage 3. Ja. Sind wir Gartenbesitzer? Also haben wir einen Garten? Ein Balkon. Richtig, haben wir einen Garten? Nein. Nein. Also sparen wir 2 Euro. Für die Frage 3. Die portugiesischen. Die portugiesischen 2 Euro. Okay. Ja, wir machen aber noch mehr. Sollen wir noch mal würfeln? Mit dem 6er, okay. Dann kreuze ich hier dann. Ja, ich überlege. Also ich weiß noch nicht, also mit welchem Würfel ich hier würfeln möchte. Kann ich mich immer nicht entscheiden. 4. Das ist irgendwann 2 Euro, ne? Plus 4 sind wir bei 6. Und einmal noch, jetzt würfel ich mal. Eine 3. Sind 9 Euro. Habe ich denn hier... Nee. Okay, dann bekomme ich einmal 9 Euro. Und R2D2 hat neue Augen, oder was? Hey, hier, mach das hier nochmal. Also der Staubsauger stand halt einfach neben ihm und er so... So, würdest du mir bitte 9 Euro geben, ja? 5. Portugal. 7. Ja, ich habe keine 2 Euro Münzen. 8, 9. Vielen Dank. Guck mal, hier ist auch. Was ist das denn für eine? Weiß ich nicht. So, also so sehen die portugiesischen Münzen aus. Slovensko. Slovensko. Die kriegst du nicht. Die muss ich mir genauer angucken. Eine deutsche. Okay, gut. Schön, dass wir das auch mal thematisiert haben hier die in meinem Video. Sie ist wertvoll. Die gucke ich mir genauer an. Ja, dann schuldest du mir 1 Euro. Ja. So, guck mal. Hier, Klappkarte, Honey,
von NJ&TJ Design, von der Niki. Hier vorne können wir mit einem 12er Würfel würfeln. Wir können die Bienchen aufrubbeln, ein Los ziehen oder ein Wort suchen. Worauf hast du Lust? Ein Wort suchen. Okay, dann such mal eins. Was? Ja, also ich habe noch Honey, Gold und Sommerglück. Ob du noch was findest? Soll ich mitsuchen? Ich hab was. Ich habe Honey gefunden. Oh, wo denn? Rückwärts. Ah, ja. Ich habe ein anderes Wort gefunden, aber das kann ich dann einfach beim nächsten Mal nehmen. Hier ist Honey. Was? Wunderst du dich jetzt, dass ich mit meinem Stift malen kann? Das dreht sich. Ja, das dreht sich. So, also Honey für 7 Euro. Dann möchte ich nochmal mit einem 12er Würfel würfeln. Möchtest du? Mhm. Welchen? Nicht das Puzzleteil, ein Würfel. Sonst wird es schwierig mit dem Würfel. 4. Okay. Eine 4. Warte, was haben wir jetzt? 7 plus 4 sind 11 Euro. Machen wir mal 20 rein, ha? Dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Ich rubbel noch ein Bienchen frei. Welches Bienchen soll ich aufrubbeln? Das da? Mhm. Okay. 8. Jetzt wird jetzt wo? Da. Er hat gespuckt. Ja. Also 8, 12, 12 plus 7, 19. 19. Gut, dann nehmen wir noch eine 1 mit und haben 20 Euro. Ein 20er, bitte. Ich suche. Ja. Danke. Sind 69 Euro. So. Gut. So, können wir mal eben hier ein bisschen aufräumen. Achso, die Münze willst du behalten. Ja, okay, gut. So, dann können wir weitermachen. Und zwar mit einer Würfel-Challenge von Niki von NJ&TJ Design. Der will mir noch mehr Geld abziehen. Ne? Nein. Genau. Möchtest du mal mit 2 Würfeln würfeln? Was für ein Ding? Mit 2 Würfeln würfeln. Ja. Welche Farbe hättest du denn gerne? Orange? Ja. Und lila? Ja. Gut. Das Würfeln verzögert sich um eine halbe Stunde. 7. 6 und 1 sind 7. Ich würfel auch noch einmal mit Orange. 2. Habe ich nicht mehr? Habe ich nicht mehr? Habe ich nicht mehr? Die PR. 1. Okay. 8 Euro bekomme ich, beziehungsweise, ja, bekomme ich. 5. Ja, gerne mit dem 2er. Ja. Dankeschön. So, jetzt habe ich hier dann nur noch 4, 4, 3. Dann kann ich die nämlich nächste Woche wahrscheinlich abschließen. Mal gucken. Okay. Und ein Sudoku. Ein kleines. Ach, genau. Willst du? Mm-mm. Nein, okay. Also es ist ja nur ein 6er Sudoku. Ist ein kleines. 1, 2. Hier fehlt in dem Kästchen eine 3 und eine 4. Die 4 steht da. Habt ihr das gesehen? Ja, ich glaube wohl. Die 4 steht da, also kommt sie hier hin und die 3 kommt hier hin und dann kommen hier 7 Euro rein. Und auch die kann ich dann nächste Woche abschließen. Ich bekomme 7 Euro von dir. Hab ich nicht. Ich habe nur noch 10. Wo sind die ganzen 5er? Da. Einmal wechseln. So. Achso, habe ich hier. Hier habe ich es getrackt. Hier. Den Folienstift brauche ich einfach zu häufig. Da kannst du jetzt nicht mitspielen. Er hat sich gelb angemalt. An der Hand.
Ich kann das erklären. Ja, dann erklär mal. Nein. Nicht, dass du noch einen Deabonnenten Mann. kriegst. Ja, am Ende des Videos habe ich nicht mehr 300 Abos, sondern nur noch 299. Da sind wir alle wieder traurig. Wir alle, Da ja. kommt das 300-Special wieder. Oh, okay. Die letzte Bienen-Challenge, das ist die Imkerin, die finde ich sehr, sehr schön. Die wollte ich unbedingt haben. Ist wieder von der Susan. Und hier sucht man sich einfach einen Betrag aus, den man abstreicht. Und ich würde mal mit der 8 Euro starten, weil das der höchste Betrag ist und dann ist der schon mal weg. Beziehungsweise, ich umrande das mal. So, ich nehme auch noch die 2 mit hier. Die habe ich hier nämlich gesehen. Dann kommen hier nämlich glatte 10 Euro rein. Dann haben wir das nicht so mit so Kleingeld und so ist immer. Einmal 10 Euro bitte. Das war ich jetzt Sieh mal nicht. das, ja. Nein, das war ich auszusehen, weil ich da dran gestoßen bin. So, das war's mit den Bienen und Honig. Wir kommen zu einem meiner Lieblingsspiele, Celestias Kartenreich. Hier dürfen wir zweimal würfeln, leider nur. Und kommen hoffentlich auf ein Kartenfeld. Ja, würfelst du mit einem Sechser, also mit einem ganz normalen Würfel? Ja? Muss ich würfeln? Eine 3 oder eine 7. Hä? Wie eine 3 oder eine 7? Wie geht das denn? Da muss ich ja 2 würfeln. Ja, ich weiß. 2, 3, 4. Da sind wir hier auf die beiden Freunde. Spare 2 Euro. So, jetzt nochmal eins, eine 3. Weißt du, und dann hast du ja insgesamt 7 gewürfelt, 4 und 3. Aussetzen. Ich will hier aber nicht nur 2 Euro reinsparen. Nochmal. Ich cheate. Was mache ich jetzt? Eine 2. Er geht nicht mehr. Was mache ich jetzt? Die Teegesellschaft hier. Oh Mann. Die schmeckt gut. Spare 3 Euro. Sind wir bei 5? Versuch du es nochmal. Was denn? Eine 1 oder eine. zwei? Also erstmal der Freund hier, spare 4 Euro. Sind wir bei 9? 2. Das ist Lilly. Lilly möchte dir helfen. Sie lenkt Celestia für dich ab. Wenn du das nächste Mal auf ein Kartenfeld kommst, darfst du 2 Karten ziehen. So, letztes Mal. 3 oder 6. Wir sind bei, warte. Sieben. Wir sind bei 2. Oh. Wir sind bei 2, 5, bei 9 Euro sind wir. Okay. Fünf. Okay. Dann heute keine Karte, Mann. Ey. 1, 2, 3, 4, 5. Der nochmal 1 Euro. 10 Euro. Und da wurde ich wieder auf also von meinen Kommentatorinnen drauf aufmerksam gemacht. Ich habe letzte Mal, bin ich hier so entlang gelaufen, habe so wie jetzt Geld so eingesammelt, war bei 9 Euro und durfte dann 2 Karten ziehen. Und dann habe ich nur das von den Karten gespart und nicht die 9 Euro. Das heißt, hier kommen 19 Euro rein. Ich habe es hier extra schon mal aufgeschrieben, damit ich dran denke. Und hier mache ich jetzt einfach eine 19 draus. Und 57 plus 19 sind. Ja, genau. 57 plus 19, 76. Bitte, darf ich mich vertippen? Das passt nicht. 57 plus 19 gleich 76. 76. Hallo? Hallo? Also kriegst du 76 Euro. Nein, hier insgesamt. Hier ist ja schon Geld drin. Wieder zurück. Nein, 19 Euro bekomme ich. Hä? Aber warte, dann können wir das hier nochmal tauschen. 2, 3, 4, 5. Und das auch. Danke für deine Hilfe. Damit wieder mehr Kleingeld da ist. Okay. Here we are. Das Drachendungeon. Ich habe noch 3 Drachen zu besiegen. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt eigentlich. Also, wenn wir die jetzt heute besiegen, wäre nicht schlimm.
Die soll nämlich dann später, so zur düsteren Jahreszeit, so Oktober, soll die wieder einziehen, die Challenge. Wisst ihr, dass ich auch ein bisschen Pause habe hier von den Drachen. So, eine ziehen bitte. Wen hast du da? Dagonis. Dagonis ist geschickt. Siegen wird derjenige, der zuerst ein Pasch würfelt. Jede Runde kostet dich 1 Euro. Der Drache hat einen 6er und 8er und der hält auch. Okay. Dann nehmen wir doch mal schwarz. Und ein 8er, ne? Mhm. Und weiß. Schwarz und weiß. Und ich schreibe das mal mit, wie viele Runden wir würfeln. Hier habe ich noch vom letzten Mal. Okay, so. Also der Drache. Der Drache startet. Was muss ich machen? Geht das? Ein Pasch. Aber nicht für den Drachen, sondern für uns. Oh. Und genau das ist mir letztes Mal auch passiert. Das heißt, wir sparen jetzt 1 Euro dafür, dass wir eine Runde gespielt haben und 1 Euro dafür, dass wir geschlagen wurden. So, jetzt bitte einmal für uns. Ja, okay, cool. So, der Drache ist wieder dran. 3 und 8 und wir brauchen auch ein paar, also wir brauchen jetzt ein Pasch. 4, 4, ja! Wir sparen nochmal 1 Euro, weil das ja noch eine neue Runde war. Sind wir bei 3 Euro und der Dagonis ist besiegt. Ich hätte fast den Pasch mehr gezeigt. Nächster Drache. Wir ignorieren das gekonnt. Salonuk. Es gibt nur einen Weg, Salonuk zu besiegen. Würfle so lange, bis du eine 6 hast. Spare die Quersumme aller Beträge. 6er und 8er haben wir hier liegen. Okay, also eine 6 würfeln. Also nicht zusammen, sondern dass einer der beiden Würfel eine 6 zeigt. Das sind 8 und 4. Das sind schon mal 12. Ist in der Quersumme 12. Und, also in der Summe 12 und in der Quersumme 3. Also wir haben 3 Euro. Und nochmal 3 Euro. So, nochmal. Der Drache hat keinen Würfel, deswegen eine 6. Sehr gut. Besiegt. So, und der letzte Drache. Den schaffen wir auch noch. Ja. So. Axrüm. Axrüm. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Gut. Wasser ist das Element von Axrüm. Er zieht dir jeden Wurf den Wert des Viererwürfels ab. Ach so. Ja, ich verstehe. Nee, den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Der hat sich hier jetzt immer vor mir versteckt. Der hatte Angst. Und jetzt ist aber seine Stunde geschlagen, weil er ist der Letzte, der übrig bleibt von seinen Drachenclan. So, also der Drache hat einen 6er-Würfel. Fangen wir damit mal an. Und wir haben den 8er und den 4er und müssen das gleich minus rechnen. Weißt du? Und dann müssen wir noch ihn 5-mal schlagen. Also der Drache hat eine 2. Das ist sehr gut. Und wir haben 7. Wir haben ihn besiegt, weil, also wir müssen den 8er minus den 4er rechnen, sind 7, also 8 minus 1. Der hat doch noch mehr Leben, oder nicht? Ja, aber wir haben ja, also 8 minus 1 ist ja 7. Mhm. Und er hat eine 2, das heißt, wir haben 5 mehr. Mhm. Das heißt, wir kriegen 5 Punkte. Boah. Wir haben gewonnen und sparen 6 Euro nochmal hier rein und dann ist die Challenge fertig. Sehr schön. So, das kommt beiseite. Beziehungsweise, also hier sind jetzt 120 drin. Ich möchte das immer gerne rund haben. Deswegen spare ich hier jetzt nur 5 rein. Ist zwar geschummelt, aber 10 sind mir dann zu viel dafür, dass wir nur 6 Euro sparen müssen. Mist. Gibst du mir bitte 5 Euro? Ja. Danke. Also im Alltag macht er nicht so viel Quatsch. Nur manchmal. Manchmal. Ja, wenn du wieder irgendwie springst und dabei fast stolperst und dann dir wehtust, das sollte man in deinem Alter halt einfach nicht mehr machen. Springen. Und zwar einfach so. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Nein, Würfel brauchen wir. Aber ich möchte rosa. Das Drachen-Dungeon war übrigens von der Tanja von Kaffee und Quatsch. Und jetzt kommen wir zur Highland Love Story von Andrea von Spaß am Sparen. Da darfst du mal einmal würfeln. Eine 3. 1, 2, 3. Und wir sind bei Kieran. Und genau, Kieran hat, glaube ich, das Schlachtfeld ja schon abgeschlossen gehabt, oder? Ja.
Genau, da bin ich schon fertig. Das heißt, wir dürfen noch einmal rubbeln. Ja, hier sind noch zwei Rubbelfelder für ein Heim schaffen. Achso, du brauchst einen Rubbel. Such dir eins aus. Ist egal, wir sparen eh 5 Euro. Also, ein oder kann ich auch so einen? Der ist fertig. Der ist fertig, genau. Du musst es eins nehmen, wo noch ein Rubbelsticker drauf ist. Ein Kuhstalltüge. Ein Zaun. Genau. Und weil wir... Ja? Was hat er gefragt? Ja, sag ich ja. Und weil wir den Zaun brauchen, hier, ne? Haben wir jetzt gefunden. Und alles, was wir brauchen, sparen wir 5 Euro. Und ich wusste, dass wir eh 5 Euro sparen, weil es fehlt halt noch was Zweites. Der Kamin. Der wird ja dann wohl wahrscheinlich darunter sein. Haha. Weißt du? Mhm. Also, wir sind bei 5 Euro und würfeln ein zweites Mal. Eine 3. 1, 2, 3. Kieran braucht ein neues Kilt für 10 Euro. Aber auch das möchte ich eigentlich demnächst abschließen. Wie viele Lose habe ich denn noch für Rona? Auch nur noch eins. Ja komm, dann machen wir nochmal. 15, merkt ihr das? Eine 2. Die Reise beginnt. Sind wir auf Start. 1, 2, 3, 4, 5. Rona, sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wollen wir das abschließen oder wollen wir ein Los ziehen? Möchtest du nochmal rubbeln oder möchtest du ein Los ziehen? Ist egal, wir schließen dann eins, also wofür du dich entscheidest, schließen wir dann ab. Ich weiß nicht. Jetzt ein Los? Ja. Wir haben ja gerade gerubbelt. Okay, komm. Ja, doch, das ist eine gute Entscheidung. Hier sind die Lose. Das kommt mit goldenen. Oder ein weißes, ist egal. Das sind 6, 11 Euro. Dann machen wir 2. Denn wir haben ja schon 15. Sind wir bei 17. Und weil wir jetzt das Studium der Naturheilkunst, wir langweilen ihn. Nein. Weil wir jetzt das Studium der Naturheilkunst abgeschlossen haben, dürfen wir nämlich das Feldchen noch freirubbeln. Und unter dem ersten waren 10 Euro. Und deswegen, ja. Also 17 Euro plus das, was hier drunter ist, wird dann gespart. Plus 15. 32. Ja, deswegen habe ich hier nochmal die Quersumme draus gemacht, weil ich mir das gedacht habe. Dann kommen hier einmal 32 Euro rein. Warte mal, 32, wenn ich dir einen 20er gebe und du mir einen 50er und die 2 Euro. Das macht Sinn, oder? Nein. Warum nicht? Hey. Ich gebe dir einen 20er. Du gibst mir einen 50er. Ja, und 2. Und 2. Ja, die da nicht. Plus 32 sind 60, 65. Guck mal, dann können wir nochmal tauschen. Ja. Das ist ein 50-Cent-Stück. Warum ist hier nur 50 Cent drin? Berlin. Ach, da ist noch. Da ist noch eine Münze. Wo ist sie? Hab sie doch gesehen. Du hast mich gerade verwirrt. Ich brauche hier doch noch eine Münze und auf einmal fällt da was. Hä? Muss ich doch alles rausnehmen. Hä? Was machst du? Ich habe hier doch gerade eine Münze noch gesehen. Hier? Nee, weil da nur 50 Cent sind. Oder ist da doch was rausgefallen? Nein, also ich bei mir nicht. Okay, spannend, was da wieder passiert ist. Also, ich muss hier 65 Euro haben. 50, 60. 5 haben wir nicht mehr. Plus 3. Nee, 50 Cent fehlen. Ja, deswegen. Oder habe ich mich da irgendwann mal verguckt und aus Versehen 50 Cent Stück statt 1 Euro reingemacht. Okay, aber haben wir noch mal irgendwo 2 5-Euro-Scheine. Hier ist nur einer drin. Vorne. Robert vielleicht? Nein. Oder hier vielleicht.
Ne, hier haben wir eben getauscht, ne? Nein, hier. 2 5-Euro-Scheine. So, jetzt kannst du das Kleingeld mal wegtun. Wohin? Dahin? Wohin? Ja. So, und bereite dich vor. Wir müssen jetzt hier einen schwarzen Diamanten finden. Wir sind jetzt unterwegs mit Lady Cheryl Holmes. Und auf der Suche nach einem schwarzen Diamanten. Und zwar suchen wir ein Lösungswort. Und ich habe hier schon ein Ä gefunden und ein N. N? Ja. Und es soll dann ein historisches Ereignis mit Jahreszahl sein. Ich habe es jetzt Nä. Genau, das heißt hier, und das sind Rubbelfelder. Mhm. Darunter sind entweder, also meistens Beträge oder halt Buchstaben. Und ich würde dir mal vorschlagen, hier das frei zu rubbeln. Alle drei? Oder wie viel? Ja. Ich will aber da oben. Du willst da oben? Weiß ich nicht. Meinst du, da sind Buchstaben? Nein. Was glaubst du, wo Buchstaben sind? Da oben. Okay. Wie viel machen wir denn? 2? 1. 1? Okay. Dann guck mal, ob da, also vielleicht so, also, weißt du, dass du die anderen Rubbelfelder nicht mit... 3 Euro. Kein Buchstabe. Machen wir noch eins. Also 3 würde ich sagen. Nein! Warte. Die Rubbelfelder zerkratzen von R2D2s Bürsten. Kannst du? Ja, danke. Das, die Rubbel-Challenge ist von Alltagssparen. Ich möchte den. Den da. In der Mitte. Ist das kompliziert? Nein. Okay. So. Ich glaube, da ist ein B. Oder ein R. Ein R, ja. R wie Radieschen. So, dann darfst du mir mal einmal verraten, der wievielte Buchstabe das R im Alphabet hat. Und muss ich jetzt ABC? Ja, warte, wobei, warte, ich glaube, das R war hier als Beispielbuchstabe. Dann steht es hier drin. Bestimmt 19 oder so. Das R ist 18. Siehst du, fast richtig. Genau, und dann machen wir die Quersumme 9. Ja, also 9 Euro plus 3 sind wir bei 12. Sollen wir noch ein letztes machen? Erstmal kann ich hier aufschreiben, dass wir das R gefunden haben. Das ist doch nicht das Lösungswort. Nein, aber ich schreibe hier erstmal alle hin und dann schreibe ich das da drunter, das Lösungswort. Das werde ich dann nämlich ganz schnell rausfinden bei meinem Talent. Nicht. Sollen wir noch 1 oder 12 Euro? Ist dir egal. Weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Dann haben wir nur noch ein Spiel. Komm, dann mach noch 1. Okay. Welches hättest du gern? Das da. Okay. Vielleicht ist hier ja noch ein Buchstabe drunter. Man weiß es nicht. Vom Sparbetrag her hätte ich gerne ein A. Da kriegst du aber 3 Euro. Okay. Aber wir haben immerhin ein R gefunden. Das ist schon mal gut. So, ja, genau. So, was hatten wir gesagt? 9, 12... 15 Euro, dann bitte einmal. Ja, ich kann dir auch einen 5er rausgeben hier. Dann bekomme ich 20. Damit. Das sind 63. Danke. Genau, und das historische Ereignis war dann entweder 1618 oder 1423 oder 2002. Ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht. Okay. So. Dann kommen wir zum süßen Sparkaffee. Lecker. Das ist von That Organized Lady. Genau. Und gucke mal. Hier haben wir eine Liste. Komm her. Genau. Mit Sachen, die man backen kann. Ich habe schon Donuts gebacken. Habe ich als erstes fertig gehabt. Und Pfannkuchen. Genau. Und dann läuft man hier halt entlang und sammelt die Zutaten ein.
Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eier für 3 Euro. Boah, sind die teuer. Wir brauchen noch Eier fürs Croissant oder für die Waffeln. Oder für die Muffin, aber den habe ich noch nicht angefangen. Ja, wir machen mal hier. Croissant oder Waffeln? Waffeln. Okay. 3 Euro und ein zweites Mal. Eine 2. 1, 2. Backpulver für 50 Cent brauchen wir auch für die Waffel. Dann machen wir doch hier weiter. So. 3,50 Euro. Drittes und letztes Mal. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zucker für 1 Euro. Komme ich gleich 4,50 Euro. Zucker brauche ich noch für die Rosinenschnecke. Für den Muffin, den ich noch nicht angefangen habe. Für den Schokokuchen. Für den Zitronenkuchen, den ich noch nicht angefangen habe. Für den Erdbeerkuchen. Wir nehmen den Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen. Lecker. Zucker. So, dann bekomme ich 4,50 Euro. Warte, warte. Ich habe 50 Cent. Ja. Dann bekomme ich 5 Euro. Danke. Sehr schön. Und das war nämlich das letzte Spiel. Dann sind wir durch. Traurig, oder? Ich hab's reingekriegt. Glückwunsch. Ach nee, 4,50 Euro waren das. Und dann sind hier nämlich 25 Euro drin. So, wir waren erfolgreich und haben, ich wollte den Würfel gerade hier rein. Und haben das Drachen-Dungeon beendet. Sehr gut. Achso, dann können wir das rausnehmen, ne? Ah, sehr schön. Zack. 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 Ha, da freue ich mich. Danke für deine Hilfe. Bitte schön. Schön, dass du dabei gewesen bist. Immer wieder. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, wir sehen uns dann. Ich möchte mein Geld bitte behalten. Ich will es dir gleich angucken. Du willst es dir gleich angucken. Okay, 1,50 Euro bekomme ich von ihm. Ihr seid meine Zeugen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.